Jetzt setzt euch mal alle hin. Setzt euch alle hin. Trinkt was. Esst eine Banane oder sowas. Und entspannt euch, okay? Und keiner redet hier. Keiner. Nicht ein einziger. Ich möchte niemanden hier reden hören, der nicht angesprochen wird von mir persönlich. Haben wir uns da verstanden? Gut. Leute, was war das für eine erste Halbzeit? Mögt ihr mir mal erklären, was das passiert, was da passiert ist? Keiner. Ja, wundert mich nicht. Ganz im Ernst. Ich war selten enttäuscht von euch. Aber das, was in der ersten Halbzeit jetzt passiert ist, das hat mich richtig enttäuscht. Wirklich. Da war ich jetzt sehr, sehr enttäuscht von euch. Weil ich weiß genau, dass ihr das, was ihr da draußen gemacht habt, so viel besser könnt. So viel besser. Vertraut mir. Wirklich. Ich weiß nicht, was mit euch los war. Was habt ihr da draußen gemacht? Habe ich hier irgendwo... Wer hat meine Zettel genommen, Leute? Wer hat meine Zettel genommen? Das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier suchen muss. Na gut, hier sind ja noch welche. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Okay, passt auf. Ich möchte euch das natürlich erklären. Was war unsere angestammte Idee zu spielen? Genau. Wir haben das Feld. Sagen, hier ist das gegnerische Tor. Torwart. Was ist das für ein Stift? Sag mal, arbeite ich hier eigentlich nur mit Idioten zusammen? Torwart. 1, 2, 3, 4. Ja. 4 Verteidigung. Also eigentlich auf einer Linie, aber ist egal. So, was hatten wir dann? Ein Mittelfeld. Ein Zweier-Mittelfeld. Ein Zweier. Ja, genau. Ein Zweier-Mittelfeld. Dann die Dreierkette nochmal davor. Und davor in unseren Stürmer. Es ist ein einfaches 4-2-3-1. Ein 4-2-3-1. Das ist nicht groß aufwendig. Das ist nicht groß kompliziert. Das habt ihr schon hunderte Male bei mir jetzt gespielt. Wirklich hunderte Male. Aber was ist passiert? Was ist jetzt passiert, dass ich so sauer auf euch bin? Relativ einfach. Warum ist denn hier? Ich arbeite. Was ist los hier? Ganz einfach. Ihr beide habt euch regelmäßig rausziehen lassen aus der Verteidigung. Da ist aber dann keiner aus der Zweierkette nochmal rausgerutscht oder runtergerutscht in die Verteidigung, um das abzusichern. Nein, ihr habt einfach offen gelassen. Und es bedeutet, wir waren regelmäßig hinten in Unterzahl. Wenn die einen langen Ball gespielt haben, haben wir regelmäßig 4 gegen 3 gespielt. Das bedeutet, einer ist rausgezogen. Die Außenverteidiger haben versucht, hier eine Dreierkette zu bilden. Die kamen aber mit 4 Mann an. Und das ist ein absolut technischer Armutsvergleich. Wirklich, das darf... Was ist denn jetzt hier los, ey? Komplett mit Farbe voll. Oh, ich könnte gerade ausrasten. Leute, das ist nicht Bundesliga-Niveau. Das hier, das sollte ich einem Schimpansen innerhalb von 5 Minuten erklären können. Und er sollte es verstehen. Ihr habt es doch immer verstanden. Warum jetzt nicht? Ich kriege gerade die Videoaufnahmen. Okay, die schauen wir uns jetzt nicht an. Die schauen wir uns jetzt nicht an. Leute, jetzt mal nochmal ganz im Ernst. Jetzt mal Butter bei die Fische. Das Spiel hier, das entscheidet für uns so, so, so viel. Wenn wir jetzt versagen, dann gibt's keine zweite Chance. Morgen machen wir es im Training besser. Morgen versuchen wir nochmal neue Dinge einzustudieren. Wenn wir heute rausfliegen, wenn wir heute verlieren,
Fischer Zweiter, der Verlierer, rausgeflogen. Tschüss. Wollt ihr das? Ich glaube nicht, oder? Also, jetzt nochmal. Was möchte ich von euch in der zweiten Halbzeit sehen? Wir werden umstellen. Wir werden umstellen. Ich wechsle um auf ein 4-3-3. Das bedeutet, wir stellen um auf, ich mal's euch auf. Ich mal's mal erstmal so, damit ich es hier entspannt machen kann. Also, die Viererkette, die bleibt natürlich. Und hier wird nicht einfach rausgezogen, okay? Auch wenn da der Anschein macht, dass da eine Gelegenheit ist, darauf lauern die. Die haben das im Blick. Schaut mal in deren Augen. Ihr seht genau, worauf die achten. Man merkt das. Man merkt das. Dann kommen wir mit der Dreierkette. Und die machen wir jetzt. Einer Absicherung noch hinten und dann unseren zwei Spielgestaltern. Ihr wisst, wer gemeint ist. Genau, ihr beide. Ihr setzt euch hier auf diese Position und du genau dahinter. Schön, ja? Ein bisschen absichern. Du darfst ein bisschen mit nach vorne schieben, aber du bist vorwiegend für die Absicherung noch hinten zuständig, okay? Und du rückst auch, wenn du merken solltest, einer rückt mal raus. Du rückst sofort auf die Position, okay? Du bist also im Zweifelsfall immer noch mal einen zurück. Ja, ganz wichtig. Hab das im Hinterkopf. Schau drauf. Fehlt hinten in der Kette einer. Wenn die an Angriff sind, dann bist du die Person, die auch noch mal dazu schieben kann. Und dass wir dann eine Fünferkette machen. Dass wir in der Verteidigung immer auf Überzahl kommen. Das ist wichtig. Ich möchte nicht 4 gegen 4, 5 gegen 5. Ich möchte, dass wir einer mehr sind. Okay, du ziehst also im Zweifelsfall zurück und schaust, dass das Ganze für uns positiv ist. Sehr gut. So, der Rest ist natürlich relativ einfach. Die Dreier-Sturm-Linie. Und da will ich jetzt mal Tempo sehen. Ich möchte mal Tempo sehen. Über links, über rechts. In der Mitte brauchen wir auch dann mal die Abschlussmöglichkeiten. Es bringt nichts, wenn wir vorne einen Stürmer haben, der da die ganze Zeit sitzt, auf gut Deutsch gesagt, auf dem Boden und die ganze Zeit mit dem Gras spielen kann, weil er keinen Ball bekommt. Das kann nicht sein. Wir brauchen jetzt über die Außen Tempo ins Strafraum rein, vielleicht in den Rückraum passen und den Ball rein. Flanke, Kopfball, ist mir egal. Aber ich brauche mal ein bisschen Tempo in eurem Spiel, Leute. Wo ist eure Dynamik hin? Wir haben im Training immer wieder diese Sprints genau studiert. Genau diese Sprints. Dreiecke bilden, schön Dreiecke, damit wir gut passen können. Und dann lasst den Gegner laufen. Ich verspreche euch eine Sache. Eine Sache verspreche ich euch. Wenn ihr hier immer wieder, nicht diesen Stift, wenn ihr hier immer wieder die Dreiecke bildet, ganz egal welches, und euch immer wieder anbietet, immer und immer und immer und immer wieder die Möglichkeit bietet, dass ihr zwei Anspielstationen habt, und weiter und weiter und weiter. Gott, sieht das furchtbar aus. Egal. Die werden mürbe. Die werden mürbe. Ich verspreche es euch. Die werden irgendwann im Kopf. Puh. Die werden platt werden. Denn die sind nicht so sprintstark, wie ihr das seid. Die sind nicht so im Tempo, wie ihr das seid. Die sind nicht so konditionell gut, wie ihr das seid. Die sind nicht so clever in der Birne, fußballerisch, wie ihr das seid. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden, Leute? Ich möchte euch hören. Gut.
jetzt. Jetzt das Tor. Jetzt. Ansonsten kommen wir nicht durch. Ich kann euch versprechen, die werden in der zweiten Halbzeit defensiver spielen. Ist auch logisch. Natürlich werden sie das. Sie führen. Würden wir doch auch vielleicht machen. Vielleicht nicht so stark, aber vertraut mir, wenn wir ein Tor schießen, dann sind wir da drin. Dann sind wir in deren Köpfen. Und sobald wir in deren Köpfen sind, können wir die manipulieren. Jede einzelne Sekunde, wenn wir einmal da oben drin sind, da oben drin, werden die nicht mehr aufhören können zu denken. Und wenn die denken, werden die langsamer, fehleranfälliger und machen einfach uns das Leben leichter. Wirklich, aber dafür müsst ihr jetzt Druck, 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 Druck. Ihr müsst die wirklich von Anfang an unter Druck setzen und gebt denen nicht so leichte Möglichkeiten, uns zu überspielen. Wir dürfen hinten nicht einer mehr sein, einer weniger sein. Mehr ist gut, weniger ist schlecht. Und ihr kennt die Pressing-Situation. Ihr wisst genau, wann wir pressen und wann wir dann hinten reinrücken. Bedeutet Ballverlust 5 Sekunden. Wenn wir dann den Ball nicht wiederbekommen, zurückziehen. 5 Sekunden. Außerdem darauf achten, wenn der Ball ein bisschen weiter wegspringt, sofort drauf. Sofort drauf. Mit dem Rücken zu einem hin. Drauf. Es gibt die 5 Punkte in den 5 Sekunden und in den 5 Situationen. Ihr wisst genau, was ich meine. Dann dürft ihr volle Kanne drauf. Überlegt. Natürlich, aber drauf. Aber nicht Harakiri, wir schubsen mal nach vorne und lassen uns überspielen. Die werden jetzt viel, nicht nur an der Uhr drehen, sondern auch mit langen Bällen arbeiten. Deren Neuner, 1,94 groß, der wiegt 90 Kilo, das ist ein Tank. Der wird euch versuchen, da hinten Probleme zu machen, das verspreche ich euch. Aber ihr seid besser als das. Ihr könnt den aufhalten. Ihr könnt das. Da glaube ich ganz fest dran. Doch. So. Hat jemand von euch jetzt noch was zu sagen, anzumerken, was wir besser machen sollten, worauf er achten möchte? Sagt mir jetzt eure Meinung und dann können wir das eventuell auch mit einbringen. Bitte, Sachan. Genau. Richtig. Absolut korrekt. Natürlich hast du das gemerkt. Die Fans sind komplett on fire da draußen. Ich meine, wir stehen in einem verdammten Finale. Finale. Das haben wir vielleicht einmal in unserem Leben. Die meisten träumen ihr ganzes Leben davon. Und wir stehen hier. Wir stehen hier und haben die Chance, dieses Ding zu holen. Und verdammt nochmal. Ich erwarte von jedem Einzelnen von euch 100.000%. Denn jeder, der hier weniger gibt, der ist nur Ballast und der kommt raus. Okay? Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen von euch, ob auf dem Feld, neben dem Feld, egal wo, ihr müsst mitgehen. Und an die Auswechselspieler, wenn ihr euch warm macht oder gerade auf der Bank sitzt, macht mit, macht mit. Der Schiedsrichter ist beeinflussbar. Habt ihr das gemerkt? Der vierte Offizielle hat immer wieder schon Funkkontakt gehabt. Da können wir was machen. Presch da drauf. Foulspiel. Immer mal aufspringen und einfach bearbeiten, bearbeiten, bearbeiten. Okay, es geht jetzt weiter. Ihr bleibt noch sitzen. Nein, ihr bleibt noch sitzen. Ihr setzt euch noch. Ihr geht erst dann raus, wenn ich es sage. Okay? Okay. Ich möchte, dass ihr daran mitarbeitet. Denn wenn wir den Referee auch nur minimal auf unsere Seite bekommen, dann haben wir da wieder einen neuen Punkt. Ich
Ich glaube, ihr habt es bereits gemerkt, es wird keine Auswechslung geben. Warum? Seht es als Zeichen. Ich vertraue euch. Ich weiß, dass ihr das könnt. Ich weiß, dass ihr die schlagen könnt. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt, das Ganze zu wuppen, zu holen, zu packen. Aber ich sage euch auch, wenn ich in den nächsten 10 Minuten keinen Unterschied zur ersten Halbzeit merke, dann flattert es aber die Auswechslungen, dass ihr euch gewaschen habt. Okay. Aber ihr könnt das. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Und ganz ehrlich, Millionen zu Hause auch. Millionen zu Hause sitzen gerade dort, schauen dieses Spiel und vertrauen darauf, dass ihr rausgeht und eure Seele auf diesem Platz lasst. Dass ihr Vollgas gebt, dass ihr das Ding hier nach Hause holt und dass ihr die Leute da draußen stolz macht. Ich weiß, dass ihr das könnt. Ich weiß es. Ihr wisst es. Jetzt beweist es da draußen jedem Einzelnen. Zeigt denen, dass ihr besser seid. Zeigt denen, dass ihr die Kraft habt, die zu schlagen. Die lachen nebenan in der Kabine. Die lachen, weil sie denken, sie wären die Allergeilsten und Allerbesten. Dass sie uns, den klaren Favorit, in Schach halten können. Uns. Uns. Kann niemand im Schach halten. Haben wir uns verstanden? Denn ihr habt die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Überlegt mal ganz genau. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt hier euren Namen zu verewigen. Wie wird man in 20 Jahren von euch sprechen? Wird man sagen, ja, die waren ganz gut. Ich glaube, die sind sogar Zweiter geworden. Oder wollt ihr in einer Riege mit den absoluten Legenden des Fußballs stehen? Egal in welcher Reihenfolge, egal wo ihr ihn nennt, egal wann, Beckenbauer, Matthäus, Ronaldo, CR7, Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Zinedine Zidane. Nicht alle haben immer den großen Titel gewonnen, die WM, CR7, nur EM, aber alle haben europäisch was geholt. Und heute ist eure Möglichkeit, euch einzugliedern in diese Namensliste. Also geht da raus, lasst eure Seele und euer Herz auf diesem Feld. Und wenn ihr dann alles gebt, dann weiß ich ganz genau, werden wir hier gewinnen. Wir werden gewinnen. Alles klar? Alles klar. Macht sie alle. Raus mit euch. Du bleibst bitte nochmal. Du bleibst bitte nochmal eine Sekunde. Ja, komm nochmal her. Ihr könnt alle schon rausgehen, du bleibst nochmal. Pass auf. Der Linksverteidiger, der Gegner. Genau, genau. Der hat manchmal Probleme damit, dich einzufangen. Das merkst du, oder? Achte darauf. Wenn du dein Tempo einsetzt, dann hat der keine Chance, dich zu verfolgen. Der wird immer dastehen und wird Probleme haben, dir hinterherzukommen. Deswegen lauf, 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 lauf. Ich verspreche dir, der wird irgendwann komplett mürbe, müde und erschöpft sein. Du wirst den noch komplett kaputt machen. Aber du musst weiter dran kämpfen. Ich weiß, es ist anstrengend. Ich weiß, deine Beine werden irgendwann schlapp werden. Und ich weiß auch, irgendwann wirst du Probleme haben ohne Ende. Aber sei einen Tag besser als er. Beziehungsweise eine Stunde besser als er. Du bist immer besser, aber jetzt nochmal ein bisschen rausholen. Hol ein bisschen was raus. Und dann, wenn du gerade nicht mehr kannst, dann holst du nochmal 5% raus. Und dann wirst du gewinnen. Du wirst ihn überholen. Du wirst wichtig sein. Du wirst etwas Entscheidendes liefern. Da glaube ich dran. Da glaube ich ganz fest dran. Du packst das. Und jetzt raus mit dir. Mach ihn alle. Let's go.